mir. Ja. Ein aufgeschlossenes Mädchen wie du. Ja. Wie sieht ihre Sexualität aus? Wie sieht deine Sexualität aus? Gut. Was machst du so an sexuellen Praktiken? Ja, an sich alles außer so, ja, die Klosachen und so, jetzt nicht unbedingt. Was für Dinge? Die Klosachen. Okay. Müssen nicht unbedingt sein. Ich würde mich jetzt auch nicht auspeitschen lassen. Also wenn gepeitscht wird, dann peitsche ich. Mhm. Also das würde ich, glaube ich, schon gerne mal machen. Hier, du siehst dich also schon eher so ein bisschen dominant. Doch, ja. Mhm. Nein, aber ich meine jetzt so, machst du zum Beispiel anal? Ja, mache ich. Mhm, das klang ja sehr, ja, mach ich. Macht es Spaß, ja? Ja, doch schon. Okay, was macht daran Spaß? Naja, also, ich weiß nicht, ob du es schon ausprobiert hast. Eher weniger? Eher weniger, denke ich mir. Aber es ist schon, doch, es ist schon ein gutes Gefühl. Was ist denn daran ein gutes Gefühl? Tut es weh und macht dir das Spaß, dass es weh tut? Oder? Nee, das nicht, weil sonst würde ich es nicht machen. Aber es ist, also wenn man, wenn man es gut macht, dann ist es ein gutes Gefühl. Doch. Mhm. Und den sogenannten DP, das heißt anal und vaginal zur gleichen Zeit? Das ist natürlich ein sehr ausfüllendes Gefühl, also auch gut. Wenn ich jetzt über DP gesprochen habe, also vaginal und anal, da meinte ich jetzt nicht den Film, sondern ich meinte eigentlich schon eher privat. Hast du das auch schon privat gemacht? Ja. Also privat schon auch. Ja, ja. Genau. Und wie reagieren da die Männer so drauf? Ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es für jeden Mann so völlig normal ist, mit einer Frau ein DP zu machen. Die meisten werden es wohl aus dem Porno kennen, aber gemacht das haben werden es wohl die wenigsten. Ja, das stimmt. Oder? Das stimmt. Aber also die meisten hat es bisher Spaß gemacht. Okay. Ja, genau. Die kann man sich dann schon so zurechtrücken, wie sie das machen. Genau. Gut. Ja. Und was steht so auf deiner Agenda, wo du sagst, das finde ich cool oder das könnte ich mir cool vorstellen, das habe ich aber noch nicht ausprobiert? Vom Sex her? Mhm. Interessieren würde es mich schon mal eben so mit mehreren Männern vielleicht. Also bisher, das meiste, was ich hatte, waren drei. Mhm. Also vier, also genau drei Männer. Also da könnten schon noch so zwei, drei mehr dabei sein, also wenn es passt und so. Also das wäre ich jetzt auch nicht so abgeneigt, wenn es jetzt nicht so dieser abgedroschene Gangbang wäre. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Aber was? Das wäre bestimmt auch mal interessant. Was ist der Kick daran? Erklär mir das mal. An einem Gangbang? Ja, was also, ist das gut, wenn so viele Männer dabei sind? Naja, also was ist der Mittelpunkt? Also es ist, ja, eigentlich, weil man ist so mittendrin und hat viele Varianten dabei. Mhm. Genau. Das ist eigentlich das, was Spaß macht.